Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich hier eben die zwei Wasserstoffaktien Nel Asa und Ballard Power Systems für euch dabei. Ja, ich gehe hier wieder auf die wichtigsten Finanzkennziffern ein, dann schauen wir uns zusammen einfach so den Wachstumscheck an und dann habe ich für beide Aktien und Unternehmen natürlich wieder wichtige Infos dabei und auch ein bisschen Bezug nehmend auf die Aktie, was man aktuell wissen sollte, beziehungsweise was so neue News reingeflattert sind in den letzten Tagen und Wochen. Und dann gehen wir am Ende natürlich noch zusammen auf den Kurs drauf ein und schauen einfach, wie das letzte Jahr hier im Kurs so verlaufen ist. Ja, und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann drückt an dieser Stelle den Abo-Button, um mich zu unterstützen. Würde mich mega freuen, wenn ihr mich auf meiner Reise begleitet. Und dann würde ich jetzt direkt hier mal mit Nel Asa starten. Ja, zu Nel Asa brauchen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Sie sind ja eigentlich so ein bisschen die Nummer 1 aus Norwegen, kann man auf jeden Fall sagen, hier im Bereich Ausrüstung und Dienstleistung für erneuerbare Energien. Ganz klares Zukunftsthema, brauchen wir nicht reden. Hier eben im Wasserstoffsektor tätig und ich bin wirklich gespannt, wo die Reise mit Nel Asa hingehen kann. Aber die letzten Tage und Wochen sind hier sehr, sehr gut verlaufen, auch was den Kurs angeht. Das schauen wir uns nachher aber noch genauer an. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr positiv gestimmt schon mal und wir schauen uns jetzt mal die wichtigsten Kennziffern im Überblick an. Ja, letztes Jahr sind wir hier bei einem Umsatz 2020 von 56,8 Millionen ausgelaufen, ein Nettoergebnis noch negativ von minus 3,38 Millionen. Natürlich steckt ja auch noch sehr, sehr viel Forschung bzw. Entwicklung auch drin und Nettoliquidität ist hier noch vorhanden von 227 Millionen. Das KGV ist aktuell nicht wirklich zu beachten, ist für mich ein Wachstumstitel. Wir haben hier ein Minus-KGV, also von 3.200 hier in der Bewertung, ist natürlich überirdisch, also nicht gut, aber wie gesagt, ist für mich ein Wachstumstitel und hier so ein bisschen außen vor zu nehmen. Der Umsatz dieses Jahr soll sich dann auf 98,8 Millionen belaufen. Das Nettoergebnis auf minus 15,4. Also hier werden auch wieder weitere Investitionen natürlich vorgenommen. Und die Nettoliquidität soll dann leicht zurückgehen auf 170 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 4,6 Milliarden. Und die Mitarbeiterzahl ist hier natürlich noch sehr, sehr klein bei 376 Mitarbeiter. Ja, und jetzt schauen wir uns hier natürlich zusammen den Wachstumscheck an und der schaut eigentlich sehr, sehr gut aus. Wir haben hier 9 von 15 Wachstumspunkten, wir haben hier ein schönes steigendes Wachstum seit 2015, 16 und gerade von 16 auf 17 sieht man den enormen Anstieg vom Umsatz, was für mich immer sehr, sehr positiv zu deuten ist. Wir haben hier ein durchschnittliches Umsatzwachstum auf 2 Jahre von 34,63%. Wir haben ein Umsatzwachstum an sich von knapp über 8%. Und wir haben eine Performance auf 1 Jahr. Man sieht sie im Kurs, die kann sich deutlich sehen lassen von 213%. Also richtig stark, was der Kurs hier gemacht hat die letzten Monate. Und wir haben ja auch einen deutlichen Abstand zum gleitenden Durchschnitt von 82,3%. Und wir haben ja auch eine sehr, sehr gute Kapitalaufnahmefähigkeit von 373,56. Also so für mich für als Wachstumstitel sehr, sehr gute Werte. Wir haben ja zwar erst 9 von 15 Punkten. Ich glaube, dass der Umsatz aber stetig gesteigert werden kann, beziehungsweise dieses Thema natürlich erneuerbare Energien und erst jetzt in Zukunft immer größer wird, auch wieder mit der Geschichte, wie ich es oft schon gesagt habe, mit dem Präsidentenwechsel Joe Biden auch, der das Ganze ja ein bisschen befürwortet oder sehr, sehr viel befürwortet und ganz groß unterstützen will. Und auch da wird Nel Asa ein großes Stück vom Kuchen abbekommen, glaube ich persönlich, weil sie hier einfach sehr, sehr breit und gut aufgestellt sind in ihrem Sektor. Der Kurs liegt hier aktuell bei 3,20 Euro, also sie sind wirklich deutlich gestiegen. Das schauen wir uns aber nachher am Ende nochmal hier im Chartverlauf zusammen an. Ja, und die wichtigsten Infos, die ich für euch mitgebracht habe, die schauen wir uns jetzt einfach ganz kurz an. Ja, was hat sich hier getan bei Nel? Nel hat hier von Everfuel einen weiteren Auftrag erhalten. Everfuel, die widmen sich hier dem Aufbau eines Wasserstofftankstellennetzwerkes und arbeitet eben dabei jetzt eng mit Nel zusammen. Und für einen Windpark neben einer Shell-Raffinerie im dänischen Fredericia hat Everfuel hier eben Elektrolyseure im Umfang von 20 Megawatt bestellt, die Nel noch hier in diesem Jahr ausliefern wird. Und deren Inbetriebnahme auch bereits schon in 2022 geplant ist. Also wirklich ein sehr kurzfristiges Projekt, vom Zeitplan her gesehen. 20 Megawatt, die hier Nel eben bereitstellen soll. Und die Inbetriebnahme eben in knapp einem Jahr geplant. Und die Anlage wird bis zu 8 Tonnen grünen H2 pro Tag produzieren und 10 Tonnen H2 speichern können. Also das ist natürlich ganz, ganz guter Auftrag, den sie hier haben von Everfuel. Und der Auftragswert umgerechnet liegt hier bei 7,2 Millionen Euro. Da spült es natürlich wieder ein bisschen was in die Kassen von Nel und ist natürlich immer sehr, sehr positiv, wenn sich hier, ja, wenn Nel hier einfach größer oder mehrere Aufträge auch an Land ziehen kann.
Und zwar, Poseidon ist hier ein Pilotprojekt, bei dem vor der niederländischen Küste mit Hilfe von Windkraft aus Meerwasser grüner H2 gewonnen werden soll. Und dieser wird wieder direkt auf einer Plattform auf dem Meer produziert und per Pipeline an Land transportiert. Also auch ein ganz spannendes Thema. Und wo auch hier eben Nel Asa mit die Finger im Spiel hat. Also auch eine richtig spannende Geschichte für die Zukunft. Und Nel Asa profitiert dann natürlich, wie ich es schon gesagt habe, von den Wahlsiegen der Demokraten und natürlich die Mehrheit in beiden Parlamentskammern, weil der erneuerbare Energiensektor um Wasserstoff und Co. ist hier derzeit natürlich der absolute Trendmarkt, kann man sagen. Und auch in diesem Jahr wird sich das ganz klar nicht ändern. Eher im Gegenteil, ich glaube, dass das immer weitergeht erstmal die nächsten Monate. Und die neue US-Regierung, die möchte hier mit einem 3 Billionen Dollar schweren grünem Investitionsprogramm, so gesagt, eine Trendwende einleiten. Und 3 Billionen Dollar, das habe ich schon mal in einem anderen Video von mir gesagt, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen und sagt uns aber auch, dass das ganz klar die Zukunft wird und werden kann. Und wenn sowas mit solchen Summen bezuschusst wird, dann glaube ich persönlich, dass Nel Asa hier was vom Kuchenstück eben abbekommt und ich bin gespannt, wo die Reise hingehen kann. Auftragstechnisch sieht die Lage bei Nel Asa hier schon mal sehr, sehr gut aus und es spiegelt sich natürlich auch im Kurs wieder. Und da schauen wir uns jetzt natürlich das Wichtigste an. Wir stehen aktuell bei 3,17 Euro. Hier waren einfach nur Gewinnmitnahmen, die minus 4%. Wir waren hier auf einem Allzeithoch von 3,31 gestanden. Ganz klar, dass hier auch mal Gewinnmitnahmen kommen. Wir stehen hier deutlich über der 200-Tage-Linie, wie wir es vorhin gesehen haben. Und wir stehen hier auch über der 50-Tage-Linie drüber. Alles sehr, sehr positive Zeichen natürlich für den Kurs. Wenn wir hier auch im kurzfristigen und mittelfristigen Bereich drüber bleiben, dann, man sieht auch, dass hier ganz klar der Trend stimmt. Wir kommen vor einem Jahr von ca. 90 Cent her. Das heißt, die Aktie hat sich ja eben knapp mehr als verdreifacht, wie wir es gesehen haben, vorhin im Wachstumscheck und spricht natürlich für sich auch hier der Trend einfach. Und ich bin gespannt, wo die Reise mit Nel Asa hingehen kann. Aber wie gesagt, ich bin hier richtig positiv gestimmt und schreibt mir unten gerne immer in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ja, und die zweite Aktie und das zweite Unternehmen, was ich für euch dabei habe, ist ja wie versprochen hier Ballard Power Systems. Ja, Ballard Power ist hier natürlich auch ein kanadischer Entwickler von Brennstoffzellenprodukten, eben mit Protonenaustauschmembran. Und das Hauptgeschäft des Unternehmens ist die Entwicklung und die Herstellung und der Vertrieb von Brennstoffzellenprodukten und natürlich auch eine Vielzahl von Anwendungen. Also auch in diesem Bereich unterwegs wie Nell. Auch sehr, sehr spannend und hier auch sehr, sehr, sehr gute, sehr, sehr guten Kursverlauf auch gehabt die letzten Wochen und Monate. Schauen wir uns dann auch wieder am Ende zusammen an. Jetzt gehen wir einfach wieder auf die wichtigsten Finanzkennziffern ein. Ja, der Umsatz im letzten Jahr, der ist bei 86,8 Millionen ausgelaufen. Das Nettoergebnis hier auch leider noch negativ bei minus 38,2 Millionen. Die Nettoliquidität, also da ist deutlich was vorhanden, mit 616 Millionen. Das KGV auch hier wie bei Nell noch negativ. Wie gesagt, ist für mich aber beide sind für mich noch Wachstumstitel. Und muss natürlich später auch eine Rolle spielen, aber aktuell sind für mich da eher Umsatzwachstum, Umsatzsteigerung und auch so ein bisschen die Nettoliquidität wichtig, dass auch einfach Geld im Hintergrund da ist. Der Umsatz dieses Jahr, der soll sich dann bereits auf 105 Millionen belaufen, das Nettoergebnis leicht verbessert auf minus 23 Millionen, die Nettoliquidität dann auf 194 Millionen zurück. Weil hier, denke ich, auch einfach Investitionen geplant sind und hier auch natürlich immer wieder Ausgaben stattfinden müssen. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 6,6 Milliarden, die Mitarbeiterzahl ein bisschen größer wie bei Nell, aber auch noch kleiner angesiedelt bei 703 Mitarbeiter. Und auch hier schauen wir uns jetzt den Wachstumscheck natürlich zusammen an. Wir haben hier 9 von 15 Wachstumspunkten, wir haben hier ein Umsatzwachstum im Quartal gegenüber dem Vorjahr von 3,39%. Das ist jetzt nicht überirdisch, aber man ist gewachsen. Das Umsatzwachstum an sich liegt hier bei 26% und was sich hier wirklich sehen lassen kann, ist eher die Performance. Also der Trend passt ganz klar, 5 von 5 Trendpunkte. Wir haben hier einen Abstand zum gleitenden Durchschnitt, also zur 200-Tage-Linie wieder von 77%. Wir haben eine Performance auf ein Jahr von 274%, also nochmal ein bisschen besser sogar wie bei Nel Asa und auf 3 Monate auch sehr, sehr starke 67%. Auch ein stabiles Kurswachstum auf ein Jahr ist gegeben von 83% circa und die Kapitalaufnahmefähigkeit, die sich sehen lassen kann, von 463. Also rein umsatztechnisch für mich eigentlich sehr positiv zu deuten. Natürlich kann man jetzt sagen, der durchschnittliche Umsatzwachstum auf 2 Jahre liegt bei minus 6%. Das kann man hier jetzt erkennen. Hier ist jetzt aber 2020 noch nicht mit dabei. Und ich sehe das auch eher als Zukunftsprojekt, beziehungsweise diesen Gesamtmarkt eigentlich eher erst in den nächsten
ja, 10 bis 20 Jahren, dass der deutlich am Steigen ist. Das dauert natürlich, bis hier investiert wird, bis der Markt erkannt wird und Gelder erstmal reingesteckt werden, beziehungsweise bis der ganze Prozess erstmal ja, weitergeht und wird noch eine ganze Zeit, glaube ich, in Anspruch nehmen. Also so mein Zeithorizont sind persönlich so 10 bis 20 Jahre und da wird auch hier Ballard Power ganz klar profitieren können von dem Thema. Die haben aktuell, kurstechnisch stehen wir hier bei 23,87 aktuell, aber wie gesagt, ich projiziere das immer so ein bisschen glaskugelmäßig in die Zukunft und glaube, dass das hier sehr, sehr positiv sein kann. Und auch hier habe ich natürlich wichtige Infos für euch dabei, die ich euch jetzt nicht vorenthalten will. Also grundsätzlich zur Entwicklung, zum Kursentwicklung. Nachdem hier eben der Kurs von Ballard Power kurz vor Weihnachten so eine Wimpelformation eben aufgelöst und den Widerstand zwischen 21 und 22 US-Dollar durchbrochen hat, da gab es eben kurz vor der Jahreswende ein Hoch hier bei 24,60 US-Dollar. Und trotz einiger folgender Verluste wurde hier aber die 22 US-Dollar-Marke gehalten. Und das ist sehr, sehr positiv, ist jetzt einfach so eine, ja, eine gewisse Unterstützungslinie, die gehalten hat und das ist sehr, sehr positiv zu deuten. Und nach seiner Gründung ist hier eben das kanadische Unternehmen Ballard Power vor allem durch die Herstellung von umweltfreundlichen Brennstoffzellen bekannt geworden und bis heute haben von Ballard Power angetriebene Elektrofahrzeuge über 50 Millionen Kilometer zurückgelegt. Das ist auch einfach mal so eine Zahl, die ich jetzt ganz nett fand oder hier mit reinwerfen wollte. Also 50 Millionen Kilometer wurden bereits mit Fahrzeugen, beziehungsweise die von Ballard angetrieben sind, zurückgelegt. Finde ich ganz schön. Und Ballard Power Systems konzentriert sich eben auf die Herstellung von Brennstoffzellen. Also der weltweite Verkauf von umweltfreundlichen Wasserstoffbussen ist hier ganz klar ein Thema. Und auch die Ausweitung auf den chinesischen Markt finde ich sehr, sehr positiv, dass man hier auch expandiert. Also zwei Themen, die, glaube ich, sehr, sehr spannend sind. Auch der Wasserstoffbereich also in diesem Bussektor, glaube ich, kann auch sehr spannend werden. Und ich bin gespannt, was Ballard Power uns hier für die Zukunft noch bereitet. Ich glaube aber, dass sie hier auf sehr, sehr gutem Wege sind. Und auch weiterhin soll hier eben der Bau von umweltfreundlichen Brennstoffzellen natürlich vorangetrieben werden. Und so hat hier eben Ballard Power mit Audi, also auch sehr, sehr spannendes Thema, eine Entwicklungspartnerschaft bis mindestens 2022 vereinbart. Das ist jetzt zwar nur noch bis nächstes Jahr. Ich gehe so ein bisschen davon aus, dass diese Entwicklungspartnerschaft vielleicht auch verlängert wird darüber hinaus, da dieses Thema auch bis 2022 noch deutlich nicht ausgereift ist und das Ganze wirklich noch über Jahre brauchen wird. Und daher glaube ich einfach, dass, oder hoffe ich persönlich, so muss man auch sagen, dass die Entwicklungspartnerschaft zwischen Audi und Ballard weiter ausgebaut wird eher. Ja, auf jeden Fall viele spannende Infos hier mit dabei. Ich bin positiv gestimmt. Schreibt mir aber unten gerne in die Kommentare, wie ihr Ballard findet. Ja, und jetzt gehe ich natürlich hier noch auf den Kurs drauf ein. Der ist auch sehr, sehr positiv zu deuten. Vor einem Jahr kam er hier von 8,11 Euro her. Jetzt stehen wir eben bei 24,13 Euro. Also wie man es hier sehen kann, wirklich eine Verdreifachung des Kurses. Richtig starker Wert. Wir stehen hier auch sogar aktuell über dem 50-Tages-Durchschnitt. Das sieht man hier. Da liegt aktuell der 50-Tages-Schnitt bei 16,27. Wir liegen mit 24 Euro deutlich drüber. Und also so knappe 50% sogar drüber. Und auch ein ganz klarer Abstand zu der lilanen Linie, also zur 200-Tage-Linie. Es ist immer sehr, sehr positiv zu deuten. Und auch hier sind wir aktuell auf Höchstkursen, eben bei über 24 Euro. Ich glaube natürlich, dass auf lange Sicht jetzt erst, oder auf kurzfristige Sicht, so muss man sagen, erstmal Gewinnmitnahmen folgen können. Aber langfristig bin ich hier bei beiden Unternehmen sehr, sehr positiv gestimmt und bin gespannt, wo die Reise noch hingehen kann. Ja, schreibt mir unten gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ich bin mal mega gespannt drauf, was von euch da so kommt in die Kommentarboxen. Das war's jetzt aber soweit von meiner Seite und wenn euch mein Video, mein Kanal gefällt, dann drückt an dieser Stelle jetzt den Abo-Button, um mich zu unterstützen. Würde mich mega freuen, wenn ihr mich auf meine Reise begleitet. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!